gehe während des 31. Oktober um 11.59 Uhr bei Nacht nach draußen. Male mit deinen Händen ein Oval in den Boden. Beachte hierbei, dass sich Dreck am besten eignet. Du darfst außerdem nur deine Hände benutzen. Wenn du irgendwelche Gegenstände zum Zeichnen verwendest, wird es nicht funktionieren. Stelle dein Handy auf Vibration und platziere dieses in der Mitte des Ovals. Nun konzentriere dich auf das Handy. Wenn du wegguckst, könnte es sein, dass es nicht klappt. Habe ich das nicht erwähnt? Etwas will dich stoppen. Du kannst es nicht sehen, du kannst es nicht fühlen. Es kann dich sehen, aber dich nicht berühren. Versuche es am besten zu ignorieren. Um 11:45 solltest du einen Anruf einer privaten Nummer erhalten. Nimm nicht ab. Niemand weiß, was passiert, aber es kann gut sein, dass man stirbt. Ignoriere es einfach wieder. Nach einer Weile solltest du einen Text von der gleichen Nummer bekommen. Du kannst ihn mit ruhigem Herzen lesen. Die Nachricht wird eine Nummer enthalten, welche du getrost anrufen kannst. Ruf sie an und stelle sicher, dass du die Nummer über Lautsprecher wählst. Nur zur Erinnerung, da du die Fokussierung auf dein Handy nicht brechen darfst. Wenn du die Nummer anrufst, wird dir ein Mann mit einer kratzigen, tiefen Stimme antworten. Er wird nun für 1 oder 2 Minuten still sein, bis er nach deiner Adresse fragt. Sag sie ihm, keine Sorge, es ist sicher. Er sagt, dass er dir 2 Nächte später um genau 23.59 Uhr ein Paket zukommen lassen wird. Sie werden sich nur durch ein Klopfen an deiner Tür bemerkbar machen. Wenn du die Tür öffnest, wirst du ein Paket vorfinden. Es ist in einer normalen Verpackung eingehüllt. Wenn du das Paket öffnest, wirst du ein kleines Radio vorfinden. Nehme dies an dich und stecke die Batterien, die mitgeliefert wurden, in das Radio. Sie werden ungefähr 1 Jahr halten. Um 11:45 musst du die Frequenz auf AM 11.1 stellen. Es wird nun ein Mann tief und komplett unübersetzbar murmeln. Du wirst nun einen leichten Schmerz in deinem Kopf fühlen. Höre trotz des Schmerzes nicht auf zuzuhören. Er wird lauter werden und deine Kopfschmerzen werden immer schmerzhafter, umso lauter er wird. Du darfst aber trotzdem nicht aufhören zuzuhören. Genau 10 Minuten später, um 12:45, wird er aufhören. Eine entspannende Melodie wird nun spielen und deine Kopfschmerzen werden allmählich verschwinden. Egal an welchem Platz das Radio nun spielt, dort wo es spielt, wirst du Unmengen an Glücksmomenten haben. Dabei macht es noch nicht einmal einen Unterschied, ob du es hörst oder nicht. In jeder Sportart, die du ausübst, wirst du der Gewinner sein. Jeden Test, den du absolvieren wirst, wirst du mit Gravur bestehen. Jede Wette, die du aufstellen wirst, wirst du gewinnen. Du wirst unbesiegbar sein. Aber an einem Tag wirst du plötzlich einen lauten Knall hören. Wenn das passiert, solltest du anfangen, so schnell du kannst, zu rennen. Die Batterien des Radios werden nun leer sein und das Ding, das dich zu Anfang stoppen wollte, kann dich jetzt berühren. Nun wird es stoppen und alles, was du tun kannst, ist zu rennen. Es wird dich schließlich kriegen. Niemand schafft es, ihm rechtzeitig zu entkommen.